Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Silberne Edition. Im letzten Part haben wir die Top 4 begonnen zu machen und sind jetzt hier in diesem Part dabei, den restlichen Teil zu machen. Ihr werdet sehen, an mancher Stelle habe ich mich ein bisschen verschätzt, habe wieder den einen oder anderen kleinen Fehler gemacht, aber was natürlich überwiegt, ist die geile Nostalgie, die geilen Kämpfe. Seid auf jeden Fall sehr gespannt, was uns erwarten wird. Und am Ende, wie gesagt, haben wir dann noch das Finale dieses Spiels und seid auch da gespannt, was passieren wird. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Sie. Sie, Senor. So. Apropos Sie, Senor. Wir haben ja jetzt schon... obwohl, wartet. Und auch hier waren sie sehr kreativ, denn... Diesen Sprite kennt ihr vielleicht auch noch, denn auch den hatten wir schon in Pokémon Gelb. Ja, Top-Genesung weiß ich nicht. Also Top-Genesung könnte ich jetzt einsetzen, aber wir haben halt auch so verdammt viele Hyperheiler noch. So, weil ich jetzt nicht ganz sicher bin, mit welchem Pokémon er zuerst startet, werde ich auf jeden Fall... Ach, wartet, jetzt habe ich wieder was Wichtiges vergessen. Mann, ich bin auch manchmal so ein Esel. Das sind so einfache Dinge, auf die man hier besonders aufpassen muss. Gerade wenn man ein bisschen unterlevelt ist. Aber wir kriegen es, wie gesagt, trotzdem gut hin. So, Mark kommt mal hier hin. Ich pack unser Garados mal nach vorne. Luca wird in dem Fight keine Rolle spielen. Entschuldigung. Mein Chan wird in dem Fight keine Rolle spielen. Na, eigentlich ist sogar Mark sogar noch wichtiger. Ja, so können wir das lassen. So, und wie gesagt, dieses Mitglied werdet ihr auch sicherlich kennen. Es handelt sich um... Ich bin Bruno, genau. Anders als Koga, der ein Arenaleiter war in Pokémon Rot, Blau und Gelb, war Bruno schon bereits in Pokémon Rot, Blau und Gelb ein Mitglied der Top 4. Da war er an zweiter Stelle. Jetzt ist er hier an dritter Stelle. Ich bin Bruno, ein weiteres Mitglied der Top 4. Ich trainiere, bis ich erschöpft bin, da ich an mein Potenzial glaube. Auf diese Art bin ich so stark geworden. Kannst du unserer Kraft widerstehen? Ich sehe, du fürchtest dich nicht und siehst entschlossen aus. Genau richtig für einen Kampf. Bereit, Steff? Du wirst dich unserer unbändigen Kraft beugen müssen. Ja, und das Spannende ist auch hier, er benutzt Kampf-Pokémon, obwohl wir ja schon eine Arena hatten. Ja, wenn ihr euch erinnert. Und auch hier habe ich wieder einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar startet er nämlich mit Capoeira. Ich hätte schwören können, er hätte mit einem anderen Pokémon gestartet. Mal gucken, was eine Hydropumpe bewirkt bei ihm. Okay, macht nicht viel Damage. Aber wenn er nur mit Ruckzuck-Keep angreift. Capoeira ist, by the way, auch ein cooles Pokémon. Nur Ruckzuck-Keep, wie gesagt, das ist keine starke Attacke. Scanner ist genauso wenig stark. Es schützt sich halt, aber hat jetzt eigentlich keinen großen Nutzen. Zum Beispiel in Pokémon Colosseum oder XD. Ja, vor allem im Pokémon Colosseum hatte man Doppelkämpfe. Da gab es einen Trainer, der hatte relativ starke Pokémon und da hat eins seiner Pokémon immer Schutzschild oder Scanner eingesetzt. Das andere hat immer Erdbeben eingesetzt. So, das habe ich nämlich jetzt gedacht. Ich dachte nämlich jetzt, dass er mit Onix an erster Stelle beginnt. Das hatte ich jetzt natürlich nicht mehr auf dem Schirm. Weil im Pokémon Rot, Blau und Gelb hat er ja auch mit dem Onix begonnen.
So, und da reicht auch ein Surfer. Weil die Typen kommen jetzt zum Gestein und Boden. Das ist halt vielfach schwächenmäßig. Ja. Somit das Gängigste, was man so haben kann. Deswegen sind auch so geile Pokémon wie Rizeross oder Georatz leider wenig brauchbar heutzutage. Was heißt wenig brauchbar? Das klingt auch so fies. Aber zum Beispiel Rizeross hatte ja auch eine Entwicklung irgendwann bekommen. Rehornior zum Beispiel. Geowatz nur in veränderter Form in so manchen Editionen. Nocturne. Macht natürlich nicht viel Damage, weil Psycho und so. Kampf gegen Psycho ist nicht wirklich effektiv. Aber auch hier ist es wieder so, ich weiß nicht, ob ihr das auch so nachvollziehen würdet oder ob ihr das auch so seht. Aber ich finde auch hier, ähnlich wie in Pokémon Rot, Blau und Gelb, dass Bruno vergleichsweise der Schwächste ist. Aber jetzt kommt natürlich mit sein stärkstes Pokémon sein Machomai. Was ich auch sehr feier als Pokémon. Es ist ein sehr cooles Pokémon und ich wollte gerade sagen, aber ja gut, Volltreffer. Volltreffer ist natürlich dann Hardcore. So, weil ich nicht auf unser Diana verzichten möchte. Soll ich einen Top-Beleber direkt geben? Nee, normaler Beleber reicht erstmal. Wie gesagt, wir können unsere Pokémon auch noch healen. Ein Top-Trank. Okay. Ja, mit unserem Gyarados werden wir keinen Stich sehen gegen dieses Machomai. Weil ihr seht, wir machen gar kein Damage. Ja, Wasserflug, bye bye. Also gut, was heißt bye bye, aber ja, ihr seht schon, die Attacke, die tut weh. Die tut wirklich, wirklich weh. So, weil ich auch hier finde, dass es da wenig Sinn hätte, muss ich leider unser Gyarados jetzt kurz nutzen, damit unser Tiana eben das Machomai dann weghauen kann. Ich habe vorhin gesagt, hier Bruno sehe ich somit als schwächstes Mitglied an, ja. Aber der ist der Erste, der es schafft, ein Pokémon von uns zu besiegen. Komm, Ziehstrahl. Vielleicht haben wir Glück und es ist ein Volltreffer. Ja, wir haben sogar echt Glück. Wow. Geil. Das war natürlich jetzt auch sein Signature-Pokémon. Und Kickli. Also eigentlich fast 1 zu 1 dieselben Pokémon, wie er auch in der ersten Gen hatte. Nur das Capoeira kam neu dazu. Capoeira ist auch eine Entwicklung, ähnlich wie Nocturne und Kickli, die sich aus Rabauts entwickeln. Das ist zum Beispiel ein Pokémon, das kennt ihr alle vielleicht noch nicht. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück. Perfekt. So, super. Das lief auch, ja, besser, als ich dachte. Psycho Plus. Ich weiß nicht, brauchen wir die Attacke? Was haben wir da sonst noch so Sandwirbel? Nee, ich denke. Ich denke, wir lassen das erstmal. Brauchen wir nicht. Brauchen wir wirklich nicht. Drittes Mitglied besiegt. Warum? Wie konnte ich nur verlieren? Die Kraft der Jugend fehlt dir. Nein, Spaß. Da ich verloren habe, muss ich jetzt still sein. Bereite dich auf die nächste Herausforderung vor.
Und die wird es in sich haben. Die wird es wirklich in sich haben. Jetzt kommt nämlich eine Trainerin, die ich persönlich an sich sehr cool finde. Die hat sehr, sehr coole Pokémon in ihren Reihen. Und auch ein Typus, den wir bis dato auch noch nicht viel gesehen haben. Also, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ja, komm. Warum so geizig sein? Warum so geizig sein? Wir haben ja auch schließlich schon den Großteil geschafft. So. Ganz wichtig, Luca muss nach vorne. Dann machen wir so. Chan soll hier hin. Okay, gut. Nächste Runde. Der Raum sieht schon ein bisschen kahler aus und wir haben hier eine Dame. Und genau aus diesem Grund habe ich nämlich ursprünglich Scaraborn mitgenommen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel die Remakes jetzt gespielt hätten, also Pokémon HeartGold und SoulSilver, dann hätte unser Scaraborn zu diesem Zeitpunkt schon jede Menge starke Kampfattacken und vielleicht die ein oder andere starke Käferattacke auch lernen können. Da in dieser Gen aber bis dato nichts der beiden vorhanden ist, habe ich jetzt Erdbeben mitgenommen, in der Hoffnung, dass wir mit Erdbeben ein bisschen mehr reißen werden. Falls das auch nicht funktioniert, könnte dies unser schwierigster Fight werden, aber legen wir erstmal los. Ich bin Melanie, Nummer 4 der Top 4. Du heißt Steff? Sehr amüsant. Ich liebe Pokémon des Typs Unlicht und genau das ist nämlich die Sache. Normalerweise haben wir bis dato gar nicht so viele Unlicht-Pokémon gesehen, aber ihr werdet sehen, sie hat das ein oder andere doch sehr starke Pokémon in ihren Reihen und coole vor allem. Aber wie gesagt, seht selbst, ihr wilder, harter Ruf gefällt mir. Und sie sind wirklich stark. Glaubst du kannst es mit uns aufnehmen? Los, ich will mich amüsieren. Auf geht's. So, Melanie. Graziös. Auch wieder 5 Pokémon. Und Nachtara. Nachtara ist ja das Pokémon, was vor allem in Fankreisen sehr, sehr beliebt ist. Wenn man jetzt hier zum Beispiel schaut, die Pokémon-Karten von Nachtara gehen gefühlt für das meiste Geld überhaupt weg. Die Karte ist so dermaßen begehrt, weil das Pokémon auch wirklich so begehrt ist. Und zu Recht, wie gesagt, ich mag Tsiana mit am meisten, weil Psycho, aber Nachtara kommt relativ knapp dahinter, weil einfach die beiden ja so gut zusammenpassen wie Tag und Nacht im wahrsten Sinne des Wortes. Und im Pokémon Kolosseum für den GameCube konnte man beide zusammenspielen. Deswegen feiere ich dieses Pokémon total. So, meine Taktik ist hier auf jeden Fall mit unserem Luca versuchen, mit Erdbeben was rauszuhauen, weil auch wenn das jetzt nicht sehr effektiv ist, ist Erdbeben immer noch mit die stärkste Attacke, was so physisch angeht, die auch gefühlt immer trifft. Ja gut, das ist natürlich jetzt wieder Käse. Das ist natürlich nicht optimal. So, es kann sein, dass ich jetzt hier vielleicht einen Fehler mache. Psycho-Pokémon sind eigentlich ein Fehler. Und ausgerechnet jetzt setzt er natürlich eine Unlichtattacke ein. Danke für nix. Aber da noch Glück gehabt. Gott sei Dank ist Nachtara kein wirkliches Pokémon, was durch Damage irgendwie glänzt, sondern mehr, ja, es tankt einfach besser. Deswegen Doppelkämpfe damals mit Tsiana und Nachtara. Nachtara greift auch an, aber tankt eher das meiste. Das heißt, man hat das meistens immer so gespielt, dass es eben die Attacken dann auffängt. So, auch wenn wir nicht wirklich effektiv sind. Erstmal Spezialverteidigung gesenkt. Aber noch wichtiger ist, dass wir für diesen Moment erstmal kurz geswitcht haben. Wie gesagt, ich hätte auch jedes andere Pokémon reinnehmen können. Auch da war es wahrscheinlich wieder eine Schnapsidee. Aber ich habe nur Schnapsideen heute. Und ihr seht, das macht zum Beispiel dann wiederum gar kein Damage.
Ah, ist schon verdammt schnell. So, Stärke einmal. Mal gucken, was das abzieht. Ich sag ja, Nachtara ist schon stark an sich. Aber es sieht auch zudem halt echt cool aus. Also, da muss man wirklich sagen, feiere ich sehr. Giflor. Ja, das ist ja klar. Das ist ein Fall für Chan. Da hätten wir unser Tiana zwar auch nach vorne natürlich tun können. Aber ich sehe Giflor. Ich weiß direkt Feuerattacke. Brutzeln wir es weg. Okay, es hat sogar mehr ausgehalten, als ich dachte. Blättertanz kannst du gerne einsetzen. Das wird uns nicht sonderlich jucken. Er hat ein bisschen gekratzt, aber nicht mehr. Nicht mehr und nicht weniger. Also bisher läuft der Kampf noch ganz gut. Gengar. Geist-Pokémon. Da gehen wir auch wieder auf Mark zurück. Jetzt wäre es natürlich eigentlich sogar schlauer gewesen, hätte ich unser Scaraborn eingesetzt, weil Gengar ist Geist und Gift und eine Bodenattacke, gerade Erdbeben. Das tut schon weh. Das tut schon sehr weh. Ach, Gengars Sprite hier fand ich zum Beispiel auch sehr cool. Und trotzdem ist es sehr schnell gestorben. Grammox. Ja, ihr seht, wir haben echt viele Möglichkeiten. Und die paar Mitglieder, die wir haben, die reichen wirklich vollkommen aus. So, Grammox, du bist auf jeden Fall ein Pokémon, was mal gern Donnerschlag abbekommt. Ich hab Bock auf Hähnchen. Nein, Spaß. Grammox hat, finde ich, auch einen coolen Sprite hier an sich. Ich finde auch generell das Pokémon eigentlich sehr cool. Die Entwicklung dann wiederum nicht so, aber... So, und das ist jetzt ihr Signature-Pokémon, Hundemon. Auch, finde ich, persönlich, eins der coolsten Pokémon aus dieser Gen. Ein wirklich, wirklich cooles Pokémon. Feuer und Licht. Hat zwar auch hier nicht den geilsten Sprite, finde ich. Also einfach nur wegen diesen Effekten und so. Also doch, der Sprite ist schon cool, aber... Ja. Weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber schaut mal auch von dem Hundemon das Level an. Und ihr seht auch dementsprechend diesen Damage, den es ausrichtet. Mal gucken, was das für ein Damage gibt. Oh ja. Oh ja. Der Damage, der war saftig. Der war sehr saftig. Kannst du einsetzen. So, und ich glaube, einmal Kaskade sollte noch ausreichen. Spezialverteidigung kann sie gerne senken. Wir kriegen auch viele Volltreffer. Also für uns ab. Nun, du bist gut. Das gefällt mir an einem Trainer. Dankeschön. Ordentlich Geld und starke Pokémon. Schwache Pokémon. Das ist nur eine subjektive Einschätzung anderer Menschen. Wirklich begabte Trainer gewinnen mit ihren Lieblings-Pokémon. Ich mag deinen Stil, du weißt, was wichtig ist. Schreite voran, der Champ wartet. Und auch diesen kennt ihr. Aber jetzt muss ich auch wieder überlegen. Ich glaube, in dem Fall starten wir sogar mit Andreas. So, Mark kommt auch wieder hier hin. Wir haben unser Luca eigentlich kaum bis gar nicht eingesetzt. Dabei hat mich eigentlich gedacht, dass ich in diesem Kampf doch wirklich mehr benutzen werde oder benutzen kann. So, wir haben noch 4 Hypertränke. Wer hat's denn bitte nötig? Garados.
glaube, Chan brauchen wir erstmal nicht healen. Ich gebe mal Andreas noch eins mit. Unser Mark. So. Wie gesagt, ihr stärkstes Pokémon war Level 47. Das wird jetzt natürlich ein Spaß. Schauen wir mal, wer es sein wird. Auf und davon. Und es ist wieder einmal Siegfried. Siegfried kennen wir auch aus der ersten Gen. Siegfried haben wir hier im Laufe der Story kennenlernen dürfen. Hat sich sehr für die Pokémon eingesetzt. Am See des Zorns hat er ja auch eine Menge erzählt. Er hat uns geholfen, hier den Plan von Team Rocket zunichte zu machen. Und nun stehen wir vor ihm wieder einmal, als wäre es erst gestern gewesen. Ich habe dich erwartet, Steff. Ich wusste, dass du mir aufgrund deiner Fähigkeiten eines Tages gegenüberstehen würdest. Worte sind hier fehl am Platze. Ein Kampf wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Ich, der beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga. Ich, Siegfried, der Drachenmeister, nehme deine Herausforderung an. Und 6 Pokémon. Der ist krass. Hat ein Gyarados Level 44. Und damit quasi schon das erste Pokémon, das weg ist, weil das wird keinen Donnerschlag aushalten. Und setzt auch noch Regentanz ein. Also das war natürlich jetzt... Das war's komplett, Million. Das war's komplett, weil dadurch trifft jetzt Donnerschlag 100%. Oh, so knapp. So. Dragoran. Jetzt wird's wieder kniffliger. Wir haben keine Eisattacken. Ich glaube. Ha. Nein! Oh mein Gott, ich hab grad echt Panik bekommen. Es regnet immer noch. Und Donnerwelle. Wie gesagt, dadurch trifft die Attacke auch immer. Das ist natürlich jetzt für uns doof. Aber Gott sei Dank haben wir ja ein paar Hyperheiler, die wir da gut benutzen können. Paralyse bringt schon echt viel was. Wenn er jetzt keine Top-Genesung einsetzt, wovon ich aber ausgehe. Nee, setzt er nicht ein. Gut, dass ich angegriffen habe. Sehr gut. Super. Okay. Zweites Pokémon ist weg und er kommt direkt mit dem nächsten Dragoran. Ja, schwierig. Das könnte jetzt natürlich ein Problem darstellen. Das könnte wirklich jetzt ein Problem darstellen. Außer der setzt jetzt natürlich permanent Donnerwelle ein. Oder Hyperstrahl. Autsch. Glück gehabt. So. Dann war's das jetzt auch mit unseren Hypertränken. Hätte ich mal unserem Gyarados eine Eisattacke beigebracht, wie Eisstrahl oder so, wobei da haben wir ja gar nicht groß die Möglichkeit gehabt. So ein Volltreffer wäre natürlich cool. Würde ich mich natürlich drüber freuen. Oh, oh. Der kommt ständig mit Hyperstrahl. Ständig. Mein Junge, das finde ich aber gar nicht nett.
Wir haben Glück, er setzt keinen Trank ein. Das ist halt wie gesagt immer diese Panik, die ich habe. Aerodactyl. Ja. Da wird auf jeden Fall. Oh, der Sprite, der ist auch spannend, ne? Zuerst mal. Ich geb mal unserem Ampharos. Wo haben wir es denn? Doppelleber. Also Andreas natürlich. Gehen wir erstmal dann Top-Beleber. Mal gucken, was Aerodactyl jetzt ausrichtet. Ein Hagel natürlich. Ich glaube, das war's für Garados, oder? Dazu kann ich nur sagen, Glück gehabt, aber natürlich greift er direkt nochmal an mit dem Steinhagel. Ja, jetzt haben wir natürlich das große Problem. Gestein gegen. Ja, klar, komm jetzt noch mit den krassesten Moves. Ist klar. So, aber das war auch gleichzeitig sein Untergang. Wenn ich mich recht erinnere, hat der noch Andragoran natürlich. Natürlich. Und das war, soweit ich weiß, Level 50. Ja. Also ich muss es jetzt sehr taktisch angehen. Sehr, sehr taktisch. Ich muss irgendwie hoffen, dass er zwischendrin einen Hyperstrahl macht. Na gut, ich habe jetzt unser Lugia mit dabei. Ein Bodyguard. Oh nein! Verdammte Axt! Nein! Verdammt! Tut mir leid, jetzt muss ich doch auf Lugia zugreifen. Ich wollte es eigentlich nicht benutzen. Aber wenn man so will, hat der damit uns nochmal den Hintern gerettet. So, weg mit dir. Es wäre auf jeden Fall sehr schwierig geworden, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Es wäre sehr, sehr schwierig geworden. So, jetzt hat er noch einen Glurak. Garados ist weg. Lugia ist weg. Dann ist unser Andreas weiterhin die beste Wahl. Wir haben aber nur noch einen Donnerschlag. Feuerflug und so. Kein Feuerdrache, was man so früher immer gedacht hätte. Okay, der Damage, der war auch sehr gut. Ey, der hat
keinen einzigen Trank benutzt. Was ist denn los mit dir, Siegfried? Und damit haben wir Siegfried besiegt. Wie gesagt, ich habe, wenn man so will, ein bisschen doch in Anführungsstrichen gecheatet, weil ich Lugia jetzt benutzt habe. Aber naja, sei es wie es sei. Das ist ein seltsames Gefühl. Ich bin nicht wütend, dass ich verloren habe. Ich bin glücklich. Glücklich, dass ich den Aufstieg eines neuen Champs miterleben durfte. Boah, du bist sehr stark geworden, Steff. Deine Pokémon haben deine starke und aufrechte Persönlichkeit akzeptiert. Auch du wirst zusammen mit deinen Pokémon stärker werden. Margit, oh nein, alles ist vorbei. Professor Eich, wenn du nicht so langsam wärst. Ah, Steff, es ist schon lange her. Du siehst erwachsen aus. Der Sieg in der Liga ist einfach fantastisch. Ja, zu dem Punkt, dass wir erwachsene aussehen. Wir haben eine Pokémon-Reise angetreten, sind nach wie vor 10 Jahre alt. Und ja, sind nur mittlerweile 10,5. Keine Ahnung. Deine Hingabe, das Vertrauen und die Liebe zu deinen Pokémon haben dir dies ermöglicht. Auch deine Pokémon waren super. Ihr Glaube an dich hat sie all das durchstehen lassen. Glückwunsch, Steff. Ein Interview mit dem neuen Champ. Das wird mir alles ein wenig zu laut. Steff, kommst du mit mir? Moment, wir haben das Interview fast vergessen. Fast vergessen, sagt sie. Wir haben es aber nicht vergessen. Ich war schon lange nicht mehr hier. Hier werden die Liga-Champs für alle Ewigkeit gewürdigt. Ihre mutigen Pokémon sind auch aufgeführt. Hier und heute wurden wir Zeuge des Aufstiegs eines neuen Liga-Champs. Eines Trainers, der Leidenschaft und Vertrauen in seine Pokémon hat. Ein Trainer, dessen Erfolg auf Ausdauer und Entschlossenheit basiert. Der neue Liga-Champ, der alle Zeichen von Größe in sich vereint. Steff, darf ich dich und deine Partner als Champs eintragen? Ja, machst du ja sowieso, egal was wir jetzt gesagt hätten. Ja, auf jeden Fall, ihr seht auch hier, wir haben zwar einen Rivalen gehabt, aber der war vor der Liga. Von Interesse. Und hier haben wir jetzt wirklich nur den Champ besiegt. Und nicht wie in Gelb oder so haben wir hier, wie gesagt, mit dem Champ halt alles hier geschafft. Gary war ja damals in Rot, Blau und Gelb unser Rivale. Und jedes Pokémon hier hat seinen Teil auch wieder dazu beigetragen, dass wir die Liga geschafft haben. Aber es haben sich natürlich wieder ein paar Pokémon hervorgetan. Ja, das muss man wirklich sagen. Also, man hätte mit weniger auf jeden Fall auch noch was reißen können. So. Professor Eis Bewertung. Du wirst immer besser, aber hast noch einen langen Weg vor dir. Wenn es jetzt um den Pokédex geht, genau. So. Hier sehen wir jetzt den Stuff, beziehungsweise die Credits. Also das Projekt ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Ihr wisst sicherlich, ich habe das ja immer mal wieder betont. In dieser Gen ist es nämlich so, dass wir die Möglichkeit haben, auch Kanto noch zu besichtigen. Allerdings ist es kein 1:1 mäßiger Abklatsch. Also es wird nicht 1:1 so dargestellt wie in Pokémon Rot, Blau und Gelb. Sondern die Städte haben nochmal etwas andere Gebäude, teilweise andere Leute, die da drin sind. Ihr wisst, Koga zum Beispiel war in Rot, Blau und Gelb der Arenaleiter in Fuxania City, da er hier der Top 4 Trainer ist oder zu der Top 4 gehört, wird er natürlich da nicht in der Arena sein. Das ist nur in späteren Pokémon-Spielen der Fall, dass man zugleich Arenaleiter und auch Top 4 Trainer sein kann. Aber auf jeden Fall gibt es hier ganz andere Leute und wie gesagt, wir haben noch die Möglichkeit, Kanto zu bereisen. Darüber hinaus werden wir auch noch im Laufe der Zeit dann unser Team wirklich komplett vervollständigen. Das bedeutet also, dass Gyarados und Lugia dann auch nicht fallen gelassen werden, aber die werden dann auf die Box kommen.
Und dann werden wir zwei neue Pokémon mit reinnehmen. Es wird dann auch weniger so sein, dass wir viel mit Fliegen arbeiten. Das muss man immer wieder hier dann mit der Box umtauschen. Aber ich will ja auch nach Möglichkeit dann das Spiel dann mit dem Team abschließen, was ich auch bis zuletzt dann genutzt habe. Leider kann man viele der sehr, sehr coolen Pokémon jetzt, wie gesagt, erst am Ende benutzen, nachdem wir die Top 4 und den Champ besiegt haben. Ende. Aber wie gesagt, das war's noch nicht. Das ist noch nicht das Ende. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Das reicht auf jeden Fall an dieser Stelle für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann nach dem Endscreen hier weitermachen. Wir haben jetzt die Top 4 und den Champ bzw. die Pokémon-Liga in Pokémon Silber abgeschlossen. Es wird aber noch weitere spannende Herausforderungen auf uns warten. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.